Mann, Leute. Ah, das ist hart. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Der erste Season 9 Teaser ist jetzt rausgekommen und er sieht schön aus. Er sieht schön aus. Wir sind jetzt zusammen mit der Community hier versammelt. 8000, 9000 Zuschauer sind dabei. Alle sind mega hyped auf die Season 9. In den nächsten Tagen geht es auf jeden Fall hier zu. Wenn ihr genauso auf Season 9 gehypt seid wie ich, haut auf jeden Fall jetzt schon mal auf den Like-Button rein und den Abo-Button reinhauen. Und wir kommen auch schon direkt zum ersten Teaser. Das ist unser allererster Battle Pass-Skin, der in Season 9 reinkommt. Und ich finde, der sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Vor allen Dingen, was wir jetzt erstmal sehen, wenn wir etwas zurückgehen, sehen wir ein N. Schaut euch mal das Blaue an, diese blaue Linien. Es ist ein N, Leute. Das N wie in Fortnite oder ein N, was etwas anderes darstellen soll. Auf jeden Fall können wir da, denke ich mal, noch irgendwas sammeln. Und es wird natürlich auch die nächsten Tage noch Livestreams geben. Es wird jetzt Tag für Tag neue Livestreams geben, wo wir auf den Teaser warten, Leute. Und wir werden dann auf jeden Fall immer gemeinsam warten. Immer 15.30 Uhr wird es einen Livestream dazu geben, wo wir gemeinsam auf den Teaser warten. Der Text für diesen Teaser ist, die Zukunft ist unbekannt. The future is unknown. Also wie die Zukunft ist, weiß man nicht. Hier. Season 9 fängt auf jeden Fall am Donnerstag an. Und wir kriegen jetzt tagtäglich unseren wunderschönen Teaser. Und ich finde, der Skin sieht auf jeden Fall gut aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mal runter in die Kommentare, was sagt ihr zu diesem neuen Battle Pass Skin, Leute. Das sagt ihr zu dem neuen Season 9. Der Hype fängt auf jeden Fall an. Wir haben auch noch einen Text unten auf der Brust, würde ich mal sagen. Ne? So wirklich was herauslesen können wir nicht, außer Alter. Könnte fast wie, oder WTF. Steht da WTF? Steht da WTF drauf oder was ist das? Genau unter meinem Creator-Code, ne? Den ihr übrigens auch eintragen könnt, würde mich freuen. Hey Stani, wäre mega nice. Wie Nexus, N wie Nexus. Oh, das ist doch mal eine schöne Theorie. Das ist doch mal eine schöne Theorie. N wie Nexus ist auf jeden Fall etwas, womit man arbeiten kann. Aber fängt auf jeden Fall mit N an und nicht mit F, ne? Wenn es das F wäre, wie bei, beziehungsweise das N wie in Fortnite, warum würden die dann mit dem N anfangen? Aber es geht auf jeden Fall wieder los. Ich finde, das sieht gut aus. Ja, ein paar sagen N wie Nexus, N wie Nexus, N wie Nexus. Viele sagen Nexus, okay. Okay, tatsächlich wurde ja der Nexus bisher im Spiel gar nicht offiziell benannt, ne? Offiziell wurde er gar nicht benannt. Sieht nice aus, ich finde auch. Hat nichts mit dem Helm zu tun, den wir im Nexus gesehen haben. Aber sieht sehr alienhaft aus, ne? Also zumindest sehr kampfpanzertechnisch. Fette Weste, fette Schulterplatten, Helm mit Hörner drauf. Sieht aus wie Drift aus der Zukunft. Ja, was, wie wär's damit, Leute? Sieht das ein bisschen aus wie Drift aus der Zukunft? Mein Predict sowieso für Season 9, Leute, ist Zeitreisen. Ich habe ja schon heute Morgen im Video gesagt, ne? Mein Predict ist Zeitreisen. Also das Thema mit Zeitreisen oder Alien zu tun hat, ihr könnt wie gesagt auch gerne eure da reinschreiben. Weil auch jetzt der Text dafür, ne? Die Zukunft ist unbekannt. Hört sich ein bisschen nach Zeitreisen an, oder? Finde ich schon. Finde ich schon. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, aber egal. Egal. Ey, ich freue mich einfach nur, dass wir jetzt wieder wunderschöne Zeiten haben und wunderschönen Hype aufbauen können für eine wunderschöne neue Season, Leute. Und für die Leute, die das Video jetzt auf YouTube gucken, klickt auf jeden Fall auf die rechte Seite, dort findet ihr weitere Videos. Wir als Stream-Community schauen uns noch weiter an, ob wir hier weitere Mysterien finden können, ob wir irgendwie was heller, dunkler machen können. Aber ihr könnt noch die weiteren Videos auschecken und natürlich vergesst nicht Abo warten. In den nächsten Tagen kommen natürlich Leak-Checks raus zu allen möglichen. Es würde mich freuen, wenn ihr da nochmal kurz...